Jetzt aber. Dieses Mal wird das ein erfolgreicher Run. Ich kann aber betonen, es ist natürlich auch ein Problem dessen, dass ich gerade keinen richtigen Heiler habe. Weil ich da Schala rausgenommen habe und der Heilskill von Ricky ist zwar gut, aber er ist auf Level 4 und noch nicht so gut. Ist ganz klar ein Problem. Ist ganz klar ein Problemchen. Auswählen kann ich gar nicht. Ja, ich treffe problemlos. So soll es sein. Aber ja, da kein Sackwesen aktiviert, noch geht alles wunderbar. Er hat ja schon fast hier 6 Leben verloren oder was. Das geht total fix auf einmal. Ja, da bist du. Tickt Auren, tickt Spezialtechniken. Darf aber nicht sein, sonst bin ich hier gearscht. Wobei ich. Trotzdem nicht treffe jetzt, was? Ich treffe trotzdem nicht, wieso? Ich müsste eigentlich treffen. Sag bloß, ich habe mit meinem Spezialauslöschen nicht getroffen. Das wäre ja schön blöd. Sieht ja fast so aus. Mir hat erst dieses blaue Ding da an seinem Lebensbalken oben, was nach oben zeigt. Das muss ich wegkriegen. Wie ging denn das gerade nicht? Ah, so ein Dreck. Ich bin schon wieder tot, Leute. Ich bin prinzipiell quasi schon wieder tot. Ja. Läuft bei mir heute. Fuck. Weil ich glaube, wenn ich nicht treffe, lade ich hier meinen Monado nicht auf. Außer durch dieses hier. Und das klappt hier meine Lebenspunkte. Und sieht nicht so viel auf, weil ich noch selbst noch nicht gelevelt habe, das Teil. Ah, meine Leben. Das war's. Schuld ist tot. Aber ich glaube, ich habe ein Gruppenleistungsleiste-Ding. Ich müsste das eigentlich hinkriegen. Ja, ja. Alle guten Dinge sind 3. Also ich bin jetzt nicht tot. Ich kann mich wiederbeleben gleich. Wiederbeben. Okay, noch besser. Dann zieht Zorn auf sich. Oh, das brauchst du zum Aufladen, das Ding. Oh. Nicht auf mich. Nö. Nö. Und gut, hat getroffen. Auch das füllt meine Gruppenleiste nämlich auf. Auch ganz wichtig. Das Ding auf hat B aber eine gute Funktion im Kampf. Wenn es dir geht, dann geht's halt nicht. Das ist kacke. Das mache ich nicht mit Absicht. Ich will selbst eine Herausforderung haben im Spiel, trotz allem. Und, hat nicht gereicht, verdammt. Ich brauche mehr Leben. Und Schulk geht drauf. Au, 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 au. Oh, ich wurde gegengeheilt. Geil. Ich lebe wieder. Also, ich bin nicht gestorben, möchte ich damit sagen. Aber ich bin leider gefußfesselt. Oh, nö. Oh, das lädt sich nicht auf, wie das Scheiß. So. Ich muss es noch einmal aufladen, bevor ich. Oh, das gibt es einfach nicht. Komm schon, Dunban. Extra Tank kann ich schaden. Oh nein, nicht auf mich. Zieh gut auf dich, Dunban. Los. Nimm ihn weg von mir. Dankeschön. Was ich komisch finde, dass die Wut auf mich gezogen wird, weil ich gar nicht treffe eigentlich mit Angriffen. Die Wut sollte wegbleiben von mir. Dass man damit auch mit seinen Augen, glaube ich, gut anziehen kann. Naja, keine Ahnung. Au. Oh. Nimm mal die anderen Rüben, danke. Fuck, ey. Ich komme so am besten wenig dazu, eine Dings-Attacke zu machen. Chain Attack, ne? Ist auch klar. Schnell, Heilung von Dunban. Gott. Hab ich Spaß heute? Ich hab Spaß. Ricky, nein! Ricky, heil dich selber, schnell. Komm schon. So, und jetzt aber tickt auch und versiegelt Dingens. Ja, ja, versiegelt. Ich kann ihn wieder treffen. Geil. Ah ja. Jetzt ist wieder ran an Specki, würde ich sagen. Hui. Der hat noch eine Chance. Scheiße. Das erste hat auch schon treffen müssen. Ich weiß nicht, wieso es nicht getroffen hat. Das war halt das Problem gerade. Sonst wäre ich Kampf schon durch. Nein, nicht warnen. Ich wollte. Fuck. Egal, geht auch. Notfalls. Bitte aufmuntern, nicht das andere. Dann, Mensch, stirb nicht. Heilung über Heilung.
suche meinen Dunban Man. So, und now ist wieder aktiv. Das heißt, wenn er wieder seinen Dings aktiviert, kann ich es wieder einsetzen. Ich schätze, ich werde es auch aufsparen, einfach sinnvollerweise. Noch eine Vision. Oh, gar nicht wahr. Oh, ich hab's geschafft. Ja. Bin so gut. First try, easy. What the? Dino Beast grow back, sing! You've got to be kidding me. It's no good. My ether shots are having no effect. Its regenerative power is too much. It is all right, Shulk. Destroying the Telethia is beyond us. We should cut our losses and mourn those who perished. Never, Melia. The men you lost, I can tell they were dear to you. I know only too well that desire for revenge. And the crushing pain of losing those close to you. I can't stand by and let another person experience what I have. This monster is going down. I'll trap him with the Monado. Then the rest of you hit the Telethia with everything you have. Thank you. Ready? Ja, voll Leben. Ach, komm schon. Aber noch sind meine Techniken versiegelt, das finde ich ganz okay. Darf gerne dabei bleiben. Und wie schnell der Tod geht, wenn ich es... Damals wieder. Auslöschen. Geh weg. Ja, doch, hat funktioniert. War gerade nicht ganz sicher, aber es hat funktioniert. Alles gut. Hui. Heilung bitte, danke. Verteidigung runter. Komm, was soll ich mit meinem Ding hier? Ich will ja mal umhauen, den Typen. Der hat's verdient. Ach, die Mucke ist so geil. Blutung drauf. Blutung ist immer gut. Umhauen. Zack. Ja, geschafft. Und Slosh. Das geht mir. Ach, das gibt's doch einfach nicht. Scheiße, es ist nur für den B-Knopf hier. Ich meine, er geht doch eigentlich problemlos, aber. Ich bin mir nicht sicher, was hier das Problem ist. Aber ich find's nicht gut. Ich find's nicht gut. Geh weg von mir. Ich bin nicht dein Feind. Die anderen da. Genau. Knapp sie dir. Ah, die Mucke ist aber so geil. Schon wieder nicht. Was ist denn hier los, ey? Blöder B-Knopf. Das frustriert mich ein bisschen, muss ich zugeben. Das frustriert ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich meine, das teile ich nur auf jeden Fall. Ich habe doch nie Problem. Ich habe auch bis jetzt. Ich habe das Spiel ja schon ein bisschen Let's Play. Das war ja nie Problem gewesen. Bis vor ein, zwei Folgen. Auch generell beim Spiel dabei nie Probleme gehabt. Das liegt also nicht an mir, das liegt echt am Knopf dann irgendwie. Davon kann ich ganz, ganz sicher ausgehen. Nervig. Gar nicht impossible, voll possible. Kim possible oder sowas. Gott. Achso, jetzt wieder sind. Nicht gesehen. Mach schnell keinen Schaden auf den. So, jetzt aber. Vorbei damit. Genug gespielt. Die Schnauze, du Vieh. Ja. Ja, doch, ich will, aber. Schon klar. Halten wir auf die Vision, kein Ding. Einfach umhauen den Typen. Egal, ich brauche Heilung für Dunban. Ist alles nichts. Zack. Auch wenn es nicht viel ist. Hero Dundun! Alles Ausreden. Nein, keine Ausreden. Tatsache. Ich bin sehr frustriert deswegen. Und weg damit.
Vision abgewendet. Happy, happy time. Los geht's. Die nächste Vision. War es dein Tempo? Ich doch nicht. Ich brauche einen besseren Controller, der funktioniert. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Das ist eklig. Zack. Oh, ich kann schon wieder einen Chain Attack machen, wenn ich will. Ich versuche mal, den in der Chain Attack zu killen, weil er gibt ja immer extra XP. Ich komme sowieso fast die maximalen XP durchs Killen, weil ich auf 5 Level drunter bin. Besser wäre noch ein Level drunter, aber dann kann ich ja die angreifen. Oh, warte, ich bin da! Ah! Es geht ja nichts mit dem Leben auf einmal. Was ist hier los? Und das. Hier, Zurchart und weg damit. Vorbei? Nein, wieso? Dammit. Der muss eigentlich stärker als der andere sein, nicht in den hier. Gott, geschafft. Eieieiei. Ich frage bei Xeno immer, ob Ricky echt stark ist und kämpfen kann oder was so eine In-Game-Mechanik ist, aber im echten Spiel, im echten Leben, da doch nicht taugt, weil er Nupon ist. In allen Sequenzen glaube ich Schnauze, aber das ist auffällig. Danke, Lukachi. Brilliant thinking. Even though the Telethia can absorb large amounts of ether energy and regenerate at an incredible rate, absorbing so much energy caused it to implode. Who would have thought? Brute force wins again. Nothing like an old-fashioned scrap. Dixon would have been proud. It was the only way I could think of. If there had been another way... Don't listen to Dunban. Soon you and that Monardo will be unstoppable. It's like a... It was almost natural, instinctive. The Monardo responded to me, and I harnessed a new power. You'll get your chance, Kurin. We'll turn that face mech on into scrap. I know. That's what keeps me going. Hoggard, Garin, Damiel Eisel, are you there? I did it. It's dead. Did you see? I thank you for your aid in my cause. Justice has been served. You're welcome. Besides, it was mostly you. Dino Beast! Hereupon Ricky ready for round two! Hey! A fight over already? Oh, Ricky not know! I'm afraid it's all finished. We couldn't have done it without you, brave little Hereupon. Ricky brave! Rhyme also a little brave. A little. Ricky happy, happy. Ja, der ist so geil. Ja, ja, der kleine Miese. Man muss ihn lieb haben. Der ist genauso wie ihr gerade im Chat übrigens, ne? Hereupon ich sag's Ricky los. Be proud. Hereupon Ricky tough guy. Ich nehm doch, ich war nicht tot. Oh. In meinem Leben haben sich ganz regeneriert. Was soll das? Let him have his glory. A few days ago, the villagers wouldn't give him the time of day. Besides, won't you miss him just a little bit? Chief Dunga, Ricky beat Dino Beast. Does Ricky still have debt? No, Ricky. Your debts are repaid. However, while you were gone, your little pawns ate like ravenous Orluga. It set Chief Dunga back quite a bit. Nopon of Frontier Village, a new prophecy has been told. Our Hereupon, Slayer of Dino Beast, will further his legend by accompanying the Hom Hom on their travels and bringing peace to the lands of Bayonis.
Oh, Ricky never hear this. It was prophesied many years ago. Chief lying. Chief make a prophecy 1 minute ago. Oh, Ricky mad. Ricky. Go with these people. For the sake of the village, you must go. My instinct is never wrong. Nein. Do not worry, Ricky. Your little funds will be taken care of. Dadapon's stomach rumble. Dadapon. Dadapon need food. Dadapon need food so now. Süß, Dada, Ricky, what on Bionis is going on? Friends, meet Ricky, Wifey Pon, and Little Pon. Wifey Pon. You have got to be joking. Wife and children. Ricky, how old are you? Ricky have 40 years. Oh, friends look puzzled. Not puzzled, just surprised. Echt, 40 plus oder älter? Egal, du hast den ältesten von uns. Ricky! Okapon is for Little Pon's food. Chief Danga know best. Ricky must work for Little Pons to have good life. Ricky will. Okay, Oka. Ricky, happy to join friends. Ryan happy too. Come on, Furball. Ach ja, ach verdammt, noch nicht jetzt. Ah. Damn it. Now you can return with your head held high, my dear. Indeed. Thank you, Dunga. My thanks for your gracious help. Not at all. Peace has been restored to the Makna region. On behalf of all Nopon, thank you. Chief Dunga is very fond of Melia. Same Hom Hom, different world. Not fair if you ask me. Yeah. Chief Dunga, will you kindly grant these Homs passage to Aerith Sea? It is my promise to them. Without question! These Hom Hom fought valiantly in aid of our village. And a request by you, my dear, cannot go unanswered. My dear. I shall inform the villagers at once. You are too kind. The chief has spoken. You should depart the Aerith Sea at once. Prepare your things and see me when you are ready. Nu aber. Zack. Aber kurz, 3 Stunden gespielt heute und ich habe im Prinzip effektiv eine einzige Story-Sequenz geschafft. Wenn man nur die Story durchspielen würde, gut, das würde man nicht schaffen, weil man dann, glaube ich, doch zu schwach wäre. Aber wenn man halt auf 4 Nebenquests und Nebensachen macht, verzichten würde, so wie ich es gerade nicht tue, wäre man, glaube ich, ja, will ich sagen, schnell, aber doch halbwegs fix durch mit dem Ganzen. Ist trotzdem eine lange Story, also trotzdem, also es ist trotzdem lange. Warte mal, ich kann die Quest doch ab. Aber ja, 3 Stunden gespielt, eine zusammenhängende Story-Sequenz quasi gehabt und naja. Aber dafür war sie super geil. Rono. Yippie, Ronos Mixer, fertig. Rono muss nur noch diesen Knopf drücken und brrrr, richtig? Brrrum, mimi. Mixen, weiter mixen. Ronos Mixer, so praktisch. Wäre sofort Süßigkeiten für Pat Peppa zubereiten. Ja, das läuft dann, okay. Geschafft, Ende aus, Ricky Heropon. Festessen, immer Festessen, ist klar. Peppa probiert jede Süßigkeit, die Rono zaubert. Bin sicher, dass Peppa heute vom Geschmack überwältigt sein wird, juhu. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch recht angetan von mir selbst, muss ich sagen. Lass uns gucken, gibt es eine neue Quest jetzt irgendwie? Wahrscheinlich nicht, aber okay. So. Mehr machen wir heute aber nicht. 3 Stunden schon wieder. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufnehmen, aber was soll's. Für heute war es das. Ich speichere noch ganz fix. Nenn es mal lieber offscreen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Heute ist erstmal vorbei mit Stream generell. Morgen wird es wahrscheinlich wieder mit Samira nach Diablo gehen und ich schätze mal, da Samira, glaube ich, am Vormittag noch was zu tun hat und ich habe immer noch frei, werde ich vielleicht auch morgen Vormittag nochmal was streamen, mal schauen.
Oder generell die Tage. Ich habe noch keine fixen Zeiten, Turin. Mecker nicht, ist so. Und dann sehen wir uns morgen bestimmt wieder. Vielleicht sogar mit Xenoblade, weil ich gerade Bock habe weiterzumachen, aber... Vielleicht auch Diablo, vielleicht auch Gotham Knights, vielleicht auch den Music Store Simulator, den ich auch noch ein bisschen weiter spielen möchte. Ich wollte auch noch E-Gitarren bauen, kam ich noch nicht dazu. Und so weiter und so fort. Ja, Corinne, ich weiß, das wundert keinen. Schön, dass ihr da wart. War wieder sehr lustig heute. Hat mir sehr gefallen. Hat mich sehr gefreut, dass spezielle Menschen auch da waren, die heute zum ersten Mal da waren. Und wir sehen uns. Schönen restlichen Sonntag noch. Und wer morgen arbeiten muss, ihr armen Schweine, es tut mir leid. Echt. Alle anderen, viel Spaß im Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Ciao.